Hallo und herzlich willkommen zurück in Noodles bei Torchlight 2 mit dem Robin. Hi! Und mit dem Basti. Und ja, ich habe gesehen, das habe ich jetzt gerade offline gemacht, aber ich habe gesehen, dass wir einen Fähigkeitspunkt hatten und das haben wir uns geholt. Schnellfeuer. Ihr schießt eine Schnellsalve, die Gegner zurückwirft und ihre Rüstung beraubt. Die anfängliche Reichweite beträgt 7 Meter. Das heißt, wir stellen uns jetzt hier hin. Können nicht nur einmal 2 drücken? Nein, wir können durchgängig 2 drücken. Und ihr seht hier im Bild. Wir haben auf jeden Fall genug Feuer in der Buchse, ja. Wir können auf jeden Fall ordentlich reinlunzen damit. Ich so, kann meinen ja auch vergeben. Guck mal, was ich Geiles machen kann hier. Ich kann ein Kraftfeld aufbauen. Und zwar nicht nur um mich, sondern auch um meine Verbündeten. Und erst wenn das kaputt ist, dann können Gegner dich direkt angreifen. Nice. Gut, dass ihr es geschafft habt. So, wir haben jetzt die Quest geschafft. Warte, kannst du sofort zeigen, wir haben jetzt die Quest geschafft. Ich dachte mir immer so, wir nehmen das Ding hier, weil plus 56 Gesundheit ist schon ziemlich geil. Und Gesundheitswiederherstellung auch. Da brauchen wir nur ein bisschen Vitality für. Okay. Ein bisschen viel. Egal, schaffen wir schon. Stufe 10 haben wir auch schon fast. Oder? Welche Stufe haben wir? 9. Siehst du, zack. Easy. So, zeig mir deinen Skill. Oh ne, warte, das war ein anderer. Du hast eine geile Waffe. Ja, oder? Ich finde auch. So ein, ja, so ein cooler Beehänder. Mach an. Ja, mein. Warte. 3 ist das. So, jetzt ist um uns rum so ein Schild. Siehst du das? Und um unsere Pets auch. Und erst wenn der von den Gegnern kaputtgeschlagen wurde, dann können wir Damage kriegen. Oh, das ist cool. Das ist vor allem sehr sinnvoll auch. Und ja, der gut, hat, dann. Oh. Der hat. ...43 Punkte Absorption von allen Schadensarten für 30 Sekunden. Hammerhart. Beschütze die Wächter. Ab geht's ins Getümmel. Wir haben eine Hauptquest jetzt hier am Start. Wir haben alle Sidequests erledigt. Und es scheint aber wirklich, dass die Gegner nicht nachspawnen, ne? Ich weiß nicht, haben wir es in der letzten Folge schon festgestellt? Ja. Das kann man aber einstellen, habe ich gerade eben rausgefunden. Echt? Ja, also es gibt da so einen Haken, den man setzen kann, wenn man die Welt startet. Weltwürfeln heißt das. Dann werden nämlich bei jedem Mal, wenn man Spielstand lädt, alle Gegner und auch alle Dungeons quasi neu verteilt nach Zufallsprinzip. Ja gut, da müssen wir überlegen. Aber jetzt haben wir erstmal schon eine Neuerung. Denn wir haben das Spiel auf Schwierigkeitsstufe Veteran gestellt. Das ist also quasi der Hard Mode, oder? Ja, nee, das ist quasi ein unter dem Hard Mode, unter dem Super Hard Mode, sag ich. Das ist die zweithöchste Schwierigkeit. Robin, wo rennst du hin? Weiß nicht, wo rennst du hin? Du rennst hier im Kreis, du musst einfach nur der Strecke folgen. Ja, du wartest aber auch wieder nicht auf mich, ne? Nee, wir waren die ganze Zeit hintereinander. Ich weiß gar nicht, was mit dir los ist. Du musst doch nur die linke Maustaste drücken und laufen. Ja gut, ich bin da. Kann man den Charakter eigentlich auch irgendwie anders steuern? Nee, WASD nicht. Mit W wechselst du Waffe. Ah, ich weiß. So, na dann. Ja, aber ich habe mir auch gedacht, irgendwie macht das keinen Sinn, die Karte jedes Mal neu zu würfeln für ein Let's Play. Weil dann machen wir, je weiter wir kommen, müssen wir immer mehr Gegner wieder killen, die wieder respawned sind. Und irgendwann haben wir so 75% der Folge nur Leute killen, die wir schon mal gekillt haben. Da hatte ich jetzt nicht so Bock drauf. Ja gut, wir können ja auch einfach, ich sage geil, lassen wir jetzt einfach so. Wir wollen so, halt was Neues zeigen, ne? Dachte dann ich. Mal ab, der Fisch. Ach, hier ist noch nicht aufgedeckt worden. Was ist da los? Doch, bei mir schon. Okay, bei mir nicht. So, dann ab nach außen. So, jetzt wieder mein. Wow. Die Fähigkeit auch. Alter, die Fähigkeit ist ja der Shit. Von dem Teil. Wo willst du hin? Karte aufdecken. Da ist doch schon alles aufgedeckt. Ja, für dich. Für mich aber nicht. Oh.
Easy. Hast du hier den Loot gesehen? Bestimmt. Okay, okay. Hallo, ich hab dir gerade ein Schild gecastet, jetzt komm wieder rein. Ja. Ey, das hat keine Reichweite für mich. Das ist verfehlt. Okay. Ich habe nicht genug Mana. Shit, du hast genug Mana. Das ist schon ein bisschen krass, ne? Weil mein Schild hat jetzt immer noch gehalten. Die sind nicht da durchgekommen. Die ganze Zeit nicht. Oh, nice. Ich kann die. Jawoll. Ja, Vitalität. Einfach alles. Was bist denn du? Ich kann mein neues Pew Pew benutzen. Oh, ich habe hier einen Zugang zu einem Tempel entdeckt. Ja, gehen wir sofort rein. Und hier ist so ein Ultra-Boss, den ich gerade voll umklatsche und der wehrt sich gar nicht. Das ist doch schön. Der hat was Grünes fallen lassen. Wie viel Schaden haben deine Pistols nochmal? Gibt's einen Grund, warum ich... Hä? Ich bin gerade verwirrt. Warum kann ich denn meine Pistole jetzt nicht mehr benutzen? Weiß das nicht. Hä? Vitalität, Stärke 16, Vitalität auch 16. Ja. Dann. Leg. Hey du Lutscher, warum kann ich die nicht an... Ach so. Okay, alles klar. Verrätst du mir jetzt, wie viel Schaden deine Pistole hat? Jetzt hat eine 72 und die andere 46. Ich habe hier auch noch eine mit 46, die hat aber einen Sockel. Willst du die haben? Ja, klar. Ja, hast du weggeklickt? Ach, du bist weggelaufen. Hey, nein, ich... Doch. Ich bin eigentlich gerade zu dir hingelaufen, jetzt stehe ich neben dir. Nein. Ach du Kacke. Hast du irgendwie gerade schlechte Internetverbindung oder so? Ich stand ganz woanders. Ja gut, alles klar. Nimm mal an, die Handelsanfrage. Ich habe keine gekriegt. Das kann doch nicht wahr sein. Handeln. So. Ne. Naja, ist ja auch egal. Ich hab eh kein Nix, wo ich einen Sockel. Wieso kriegst du denn keine Handelsanfrage? Jetzt stehst du hier. Ich stehe genau neben dir. Und du kämpfst gegen irgendwas, aber hier ist überhaupt kein Gegner. Ja, meine Viecher greifen noch gerade nicht an. Meine hier Gegner. Ist nix. Da, jetzt tot. Das ist gerade irgendwie ein bisschen. Bewegst du dich gerade? Ja. Echt, bei mir bleibst du stehen. Ich lauf gerade weg von dir. Und jetzt komme ich wieder. So, jetzt stehe ich wieder neben dir. Nee, Internetverbindung ist gut. Jetzt lauf mal jetzt. Mach mal was. Ja, ich stehe neben dir. Oh, ich bin angegriffen. Muss lauf mich mal. Hier gerade mal wehren. Ja, ich werde angegriffen. Ich kämpfe gerade. Ach so, ja gut, das sehe ich nicht. Bei mir, das ist doch schon wieder scheiße.
Hier wehrt sich nix. Ich kämpfe und hier... Hier passiert gar nichts. Ja, weil da niemand steht. Ja, doch, ich habe Gegner hier. Ich töte die ganze Zeit Gegner, aber es wehrt sich halt keiner. Ja, geil. Was machen wir jetzt, Robin? Wir brauchen jetzt schnell eine Lösung. Was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Ich versuche dir nochmal eine Handelsanfrage zu schicken. Ja, Robin, das funktioniert doch nicht. Was ist jetzt hier die... Was schlägst du vor? Ja, keine Ahnung. Lock nochmal aus und komm nochmal rein. Ja, Leute, wir beenden jetzt ganz schnell. Laden. Spielen. Wir cutten das jetzt leider nicht. Wir treten, aber das geht ja schnell. Ja, aber du hast ja ein Pause-Menü. Also ein Pause-Fenster. Das ist ja extra. Ja. Ich bin auch schon wieder drin. So. Was sind das für Riesenkerle? Ich komme jetzt zu dir hingerusht. Ich muss leider von ganz von Anfang starten. Okay, easy. So, und jetzt gehen wir auch hier ohne Umschweifen weiter. Ich gucke jetzt mir doch nicht den Rest der Karte an. Robin hat eine Dungeon gefunden. Oh, ich habe Stufe 10 erreicht. Oh, nice. Willkommen im Club. Und eine Truhe. Ja gut, alles klar. Ja, dann kann ich mich erst mit meinem Inventar beschäftigen hier. Mach das, ich bin gleich da. Leute, es tut mir unfassbar leid. Ich weiß auch nicht, was da jetzt los ist. Ich bin da. So. Hallo? Ja. Warte mal nicht so lange. So. Ich hab schon wieder Fähigkeitspunkt. Dann werde ich doch erstmal meinen Flammenhammer hier aufrüsten. So, wir bewegen uns jetzt erstmal weiter in Richtung Quest. Ja, ignoriert einfach die Bohrmaschine, die man im Hintergrund hört. Es ist rein Illusion. Echt? Immer noch? Ja, klar. Muss ja fertig werden, ne? So, Zugang zur Urquelle hast du nicht gesehen. Buone. Bam. Wo bist du? Ich weiß nicht, wo bist du? Ich bin da, wo unser Quest-Sternchen ist. Ich bin reingegangen. Du bist reingegangen? Ja, müssen wir doch, oder nicht? Ja, ich wollte erstmal hier auf dich warten und dir noch zeigen, wo ich noch Loot ausgelöst habe. Ach egal. Das bleibt liegen. Die ganze Zeit. Ich hatte immer noch Loot von unserer letzten Session, das ich irgendwo aufsammeln konnte. Okay. Da bist du. Hier ist eine Brücke, die kann man mal zerhauen, da gibt's Gold. So. Jetzt aber. Wir haben hier gar keine aktive Quest, kann das sein? Meinst du nicht, wir sollten ja mit der Hauptquest weitermachen? Weil das ist doch die Hauptquest, oder nicht? Echt? Ja. Hier müssen wir doch hin. Ach ja, geh zum Urquellentempel, steht ja da. Gut, alles klar. Dann machen wir das halt so. Okay, ist dicht. Oh, oh, oh. Kreischende Musik. Okay. Oh, Geist. Ja, Alex. Google. Jetzt können wir vielleicht handeln. Ja, stimmt. Handelsanfrage, so. Ja, klappt doch. Na gut, dann schiebe ich dir jetzt mal hier diese Pistole rüber. Sonst noch was für dich? Nee. Das war's eigentlich.
Okay. Oh, guck mal, ich habe eine Hose gekriegt, die macht, dass meine Begleiter und meine Diener 25% mehr Schaden machen. Ja, zieh an den Also Schild. Du und unsere Tierchen. Cool, oder? Voll nice. Oh shit, jetzt kann ich mein Schwert nicht mehr tragen. Oh, ich muss noch warten mit der Hose. Ja, da muss ich... Meine andere Hose hat nämlich gemacht, dass ich mein Schwert verletzen kann. Okay, dann wird mir jetzt doch einiges klar, warum das gerade eben so komisch war. Ja, meine Hose hat irgendwie meine Stärke um 4 Punkte geboostet oder so und ohne die kann ich meine Waffe nicht tragen. Irgendwie Stärke. Muss ich gleich erstmal ein paar Punkte drauf vergeben. Aha. Da werde ich mal hier wieder ein paar Skills aktivieren. Benutze er Mana, sie. Mana. Bam, 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 bam. Euer Begleiter flieht. Was? Wo? Stand bei mir gerade. Dein Pet oder was? Ja, der hat wohl ein bisschen zu viel auf die Nase gekriegt. Dann haut der ab und dann kannst du auch sein Inventar nicht mehr benutzen. Das gibt's ja nicht. Na komm. Wie geblockt. Entwaffne ihn mal. Oder so. Weiter geht's, der Pferde. Halten aber gut aus, ne? Ja, jetzt will ich die Herausforderung, nicht so wie sonst. Ich sterbe. Cool. Wow, 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 ich bin tot. Euer Begleiter ist verwundet. Dein Begleiter ist verwundet, dann Peppers. Ich habe nicht genug Mana. Euer Begleiter ist schwer verletzt. Bin verwundet. Ich muss mich in der Stadt wiederbeleben lassen. Echt? So spät? Hast du nicht eine Schriftrolle, wo ich zu mir teleportieren kannst? Nee, ich kann mich zurück zur Stadt teleportieren. Ach nee, ich kann mich am Eingang des Dungeons wiederbeleben lassen. Das kostet Gold. Ja gut, machen wir das mal. Gold haben wir ja genug. Ja, das war jetzt sehr unpraktisch. Vielleicht ist der Schwierigkeitsgrad doch ein bisschen zu viel für uns. So wir als Veteranen hier, wir sollten da erstmal planen. Das ist ja auch immer geil, weißt du? Jetzt hat er einmal das Gespür bekommen, dass etwas schwerer ist. Oh, soll ich vielleicht doch mal runterschalten? Das könnte ja vielleicht zu anspruchsvoll sein. Da statt mir erstmal ein bisschen weiter zu gucken. Ja, hallo, wir sind gestorben. Du bist gestorben. Ja. Ja. Also ich würde mal nicht sagen, dass das auf ein Tier. So, jetzt muss ich erstmal hier looten. Aufs Maul kriegen sie immer noch gut. Oh, nice. Auf jeden Fall kriegt man jetzt geilen Stuff. Ich habe jetzt eine Pistole mit 61 Schaden gekriegt. Geht auf jeden Fall gut ab. Ich habe auch schon wieder gleich ein Level ab. Momentan läuft. Oh, und die Folge ist auch schon gleich wieder vorbei. Echt? Schon? Ja. Es sind noch so viele Uhren, die sollten wir alle mal aufmachen. Ich habe übrigens gemerkt, wenn man die Uhren mit seiner Fähigkeit aufmacht, ist da kein Loot drin. Ja gut, das ist gut zu wissen. Also man sollte die einfach nur mit dem Schwert zerhauen oder so. Ja, zerschießen. Keine Ahnung. Vielleicht war es auch Zufall. Das kann auch sein. Man weiß es nicht. Hey, was? So. Na komm. Oha, was geht hier? Okay, ich muss hier weg. Wow.
Die kriegen. Irgendwie werden die hart gebufft, kann das sein? Ein bisschen. Oh, ich muss hier weg. So. Ja, egal, jetzt kriegen die wieder gut. Mach doch deine Schildfähigkeit. Achso. Ja, hab ich doch schon. Läuft doch schon. Yay, Level 11. So, fress alle. Ihr Schweine. Ich habe wenig Mana. Ja, easy. Da ist nur einer. Na los. Ich brauche mehr Mana. Ja, guck, seht ihr, Robin geht's auch noch gut. Da wie er nichts konnte. Nice. Oh, Treppe nach unten. Ja, nee, warte, lass mal erstmal hier die Treppe aufdecken. Ja, ja, ich hatte nicht vor, glaub, da reinzugehen. Ich war so schon mal so. Oh, wir sind schon bei der Zeit. Na gut. Wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Und da würden wir mal sagen, hoffentlich hat es euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss.